Ach, ihr seid auch schon wieder da. Schön. Guck mal, was ich hier Leckeres bei habe. Das riecht gut. Gibt noch kein Geruchsvideo, ne? Ich gehe jetzt den Timo besuchen. Wer ist Timo? Wer ist das? Aber ich glaube, wenn ihr dranbleibt, dann zeige ich euch das einfach. Ich muss jetzt mal hier vorne schauen. Ist noch nicht ganz renoviert. Der Timo ist ja erst vor einer Zeit eingezogen. Ja, und wenn man ein gebrauchtes Haus kauft, ist wie ein gebrauchtes Aquarium. Das dauert einen Augenblick, bis das fertig ist. Aber das Rätsels Lösung jetzt, nicht den ganzen Film. Da zeige ich euch jetzt mal eine Tür. Ungefähr in der Größe. Ich habe gehört, die sind so groß. So groß? Sind die so groß? Das atmen die weg. Das atmen die weg. Das atmen die weg. Komm, du atmest das weg. Er atmet das weg. Ich gebe dir auch ein Pfötchen, wenn du möchtest dafür. Patti? Wo ist der andere? Bevor der mich frisst, habe ich gedacht, bringe ich den das mal mit. Echte Kampfhunde. Kämpfen mit Müdigkeit, Hunger und Streichelentzug. So, erstmal die wichtigsten Grüße, Timo. Hallo. Hallo, grüß dich. Schön. Ihr wollt bestimmt mitgucken. Wir gucken nicht nur, wie ich zwei Hunde fütter. Wir gucken noch weiter. Du wolltest mir aber zeigen. Ja, du wolltest ein bisschen was über Welse wissen. Welse? Nix Hunde. Welse. Ihr wolltet doch immer mal was über Welse wissen. Weiß ich nicht, ich habe schon 100 Mann gefragt und habe gedacht, komm, heute gehen wir mal Welse gucken. Und warum soll ich das erzählen? Wir haben da einen, der Timo, der kann uns was erzählen, was mit Welse ist. Komm einfach mit. Du gehst vor. Ja, komm mit. So, jetzt eine Treppe musst du noch, dann hast du es aber hinter dir. Eine Treppe, ich dachte eine Stufe. Da geht das in den Abgrund. Jetzt hab dich nicht so. Ich glaube 14 oder 15 Stufen, das schaffst du jetzt noch. Ach du dickes. Was ich alle dafür mache, dass ihr Fische gucken. Eine Treppe. Eine Treppe hat er gesagt. Ich habe das Gefühl, ich muss wieder hoch aus. Die Treppe da. Und dann kommt dann noch so ein Spruch hier. Nicht jedes Wort auf der Goldwaage. Ich bin schon wieder fix und fertig. Vor allen Dingen, ich muss dann nachher wieder hoch. Also falls das der letzte Film war, ich bin beim Timo im Keller geendet. Ich kam die Treppe nicht hoch. Und jetzt ist ja alles dunkel. Sauerstoffflasche steht hier. Ach, die Sauerstoffflasche, die ist bestimmt, um mich zu beatmen, wenn ich hier die Treppe runterkomme. Falls es dir zu schlecht geht, ja. Oh Mann. Oder halt auch, wenn jemand mal Jungtiere kriegt und eine längere Reise hat, dass man die Tiere vernünftig packen kann. Auch wenn sie es... Ich sag mal, jetzt in Deutschland brauchst du es noch nicht mal. Egal wie lange du hier fährst, du kannst die Tiere ohne Sauerstoff in Deutschland packen, aber vorsichtig ist die Mutter der Porzellan. Auf alle Fälle. Ja. So, jetzt sind wir mal hier im richtigen Aquarianerkeller, ne? Das ist doch das, was ihr immer sehen wollt, oder nicht? Da habe ich zum Beispiel ein Jungfischbecken. Drinnen habe ich Einhängekästen. Hier drin sind jetzt 236, das sind schwarz-weißen. Oder hier L502, das sind Picoltia aus Suriname. Den wirst du auch nur hier in Deutschland finden, der hier vorne hängt. Ja. Weil das ist eine Erstnachzucht gewesen. Aha. Hat auch nur 4 Jahre gedauert, bis die Viecher das endlich mal gemacht haben. Ja, aber Erstnachzucht, das heißt ja schon was, ne? Ja. Das ist ja, das, was ich auch in meinen Fischenzyklopädien immer sage, die Welt wird nicht schöner und vielfältiger, sondern es verarmt alles. Überall wird geplündert und wenn wir noch Fische haben, die noch nicht gezüchtet werden, dann müsst ihr daran, dann muss man sich auch mal 4 Jahre Zeit nehmen. Und wenn man dann so eine Erstnachzucht hat, kein anderer hatte die, das ist ja wohl ein geiler Erfolg, da muss man dran arbeiten und das wollte ich dir mal sagen. Du da vorne, ja, guck ruhig so, du schaffst das. Mach das mal, züchte mal so einen Fisch. Guck mal, der Timo kriegt das auch hin, der hat ja auch schon 3 Tage Erfahrung oder wie lange machst du das schon? Welse sind jetzt 10 Jahre, vorher Diskusfische und seit ich 6 bin, habe ich Aquarien. Naja, 10 Jahre und dann jetzt schon 4 Jahre gewartet und zack, eine Erstnachzucht. Das ist doch kein Alter, ne? Aquarianer so, wir werden doch alle 100. Da können wir mal 10 Jahre rein investieren, ist doch kein Problem. Wir haben noch ein gesundes Hobby. So, zeig mal noch mehr, ich bin ganz gespannt. Ja, und hier, das ist erstmal mein Lieblingsprojekt im Moment. Hier probiere ich eine Linienzucht zu machen. Diese stehen da alle, als wenn die in der Garage stehen. Ja, ist richtig, das sind ja auch deren Häuser quasi. Darin machen sie alles, was man so macht. Von Wohnen, Pupsen und Liebe machen.
Und ja, aber da passt dann nur einer rein. Nee, das ist nicht ganz richtig. Die haben genug Tiefe, dass das Weibchen vor das Männchen kann. Dann schiebt sich das Männchen hinter und dann vibriert das Männchen ganz schnell. Also ja, wirklich in einer richtig hohen Taktung. Und das ist dann schon das Liebesspiel bei den Tieren. Und irgendwann legt das Weibchen dann die Eier ab, das Männchen befruchtet die, die Dame des Hauses verschwindet, hat dann ab da nichts mehr damit zu tun und wir Männer übernehmen dann da den Job. Und das dauert dann immer so 8 Tage, bis die jungen Tiere schlüpfen. Und dann dauert es nochmal 7 bis 8 Tage, bis der Dottersack aufgebraucht ist. Das Ganze kannst du ein bisschen über die Temperatur steuern. Und dann lässt das Männchen die Jungtiere irgendwann raus und dann sind sie für sich selbst verantwortlich. Das heißt, der beschäftigt sich 10 Tage mit der Brut und in der Zeit hat er wahrscheinlich auch nichts zu fressen, weil er genug Stress hat. Und dann lässt er die dann los, ne? Oh, bin ich froh, dass ich kein Elwels bin, ne? Also den Stress, das muss ja nicht sein. Ja, es sind eher 14, 15 Tage, wenn alles schnell ging. Noch länger. Können aber auch mal 3, 4 Wochen sein, je nachdem, wie lange das Liebesspiel ging. Wenn du erfahrene Pärchen hast, die schnell machen, sind die mit 12 Stunden mit der Nummer durch. Ich habe aber auch schon Tiere gehabt, die haben das Monate gemacht. Die sind dann kurz zum Fressen raus und sind dann wieder rein und haben weitergemacht, bis dann endlich die Eier da waren. Da kriegst du auch als Vermehrer, Züchter, Halter irgendwann total einen an der Waffe. Stellt euch mal vor, ey, du züchtest zu Hause im Aquarium und guckst dabei zu und wie die sich paaren und wie die dann hintereinander am Zappeln sind. Und ja, wenn die Stimmung nicht so richtig passt, dann dauert das halt ein bisschen länger. Das ist so. Das ist wie im normalen Leben, ganz klar. Ja, aber du hast hier drei Weibchen nebeneinander sitzen, oder? Nein, hier sind ganz links ist ein Weibchen, in der Mitte ist ein Männchen. Das seht ihr, was das Männchen und das Weibchen ist, ne? Ist ja ganz klar. Ja. Du siehst es an der Körperform und ganz oft an der Bestachelung der Tiere. Die Herren sind öfter viel stärker bestachelt. Hier in dem Fall ist es auch so. Ja, hier haben wir aber tolle drin. Timo, was hast du denn da drin? Schöne, gestreifte. Erzähl uns mal. Wir müssen aufzuspecken auch wieder. Hier sind drin. Aber da ist auch ein großer drin. Ja, das ist ein Ausschuss oder Schrägstrich ein Backup-Tier für die L136 Zucht. Reserve. Reserve der Reserve. Ja, ist jetzt von der Farbe her nicht so das, was ich züchten möchte, aber ist halt ein adultes Tier, mit dem man sofort wieder arbeiten könnte, aus dem gleichen Genpool. Und da ist Haben einfach besser als Brauchen, bis die nächsten fertig sind. Das stimmt auf jeden Fall. Ich entnehme die Jungtiere eh immer in einem recht frühen Stadium. Hier kann man jetzt... Jetzt ist er da richtig in eine Höhle eingekeilt und will da niemanden rein- oder rauslassen. Aber sehen tue ich immer noch nichts. Ja, siehst du da? Da sind ganz kleine da. Das sind halt wirklich ganz frische Jungtiere. Die schwimmen noch gar nicht. Naja, schwimmen tut ein Wels ja eh nicht so viel. Ja, ne? Ja gut, ja. Ich habe früher in meinem anderen Raum auch ganz viele Pseudocanticus gemacht. Kannst du uns mal erzählen, was ein Pseudocanticus ist? Will ich erklären, zeige ich dir. Zeig. Hier hinten haben wir ein Pärchen drin. Cool. Und das Weibchen ist dann rechts neben. Der ist ja riesengroß da hinten. Naja, so groß ist er auch nicht. Ein bisschen über 20 cm. Und wie gesagt, die gehen bis 40. Wenn die Kameraden jetzt hier weiter wachsen, müssen die raus. Aber die nächsten Becken stehen im Nebenraum bereit. Die werden demnächst aufgebaut. Dann habe ich wieder ein bisschen mehr Platz. Ja. Kannst du das Tier ja gerne mal probieren anzufassen. Ich verspreche dir, du blutest. Das hatten wir jetzt schon in so vielen Filmen, dass ich am Bluten war. Das sparen wir uns heute mal. Wir gucken uns lieber die andersfarbigen an. Ne? Ist okay, ne? Das ist Pseudocanticus SPL97. Ja, und rechts ist nochmal so ein großer. Ja, die sind jetzt fast komplett ausgewachsen. Also 5 cm können die noch machen. Das ist einer der kleineren Kaktuswälse. Ja. Ja. Und wovon ernährt der sich? Überwiegend Fleisch. In der Natur recht gerne Muscheln, Schwämme, Süßwasserschwämme an den Steinen. Ja. Und Mollusken und ähnliches. Ich probiere nochmal rauszuholen, dann kannst du dir mal einen schönen angucken. Das ist einer meiner Lieblingswälse. Aber wie immer will der nicht. Man sieht die schönen langen Filamente. Die werden aber auch am Ende 40 cm groß. Hier haben wir eine jetzt in noch nicht mal ganz 10. Ah, da ist er. Das ist ein Tier, das ist halt in Brasilien schon handselektiert geworden. Und ist dann nach England gekommen, zu in meinen Augen einem oder dem geilsten Aquaristikladen auf der Welt. Ja, danke. Ja, Norbert, da kommst du nicht gegen an, muss ich gestehen. Nee, das sind ja Spezialist. Ja. Wir haben ja ein Zoogeschäft und ganz viel, aber wir können uns nicht auf alles spezialisieren.
Ja, warum sticht der denn jetzt nicht? Gerade erzählst du, das ist ein Kaktus. Und jetzt sticht der Kaktus nicht. Ist er ein Kaktus ohne Stachel oder was ist das? Nein, der hat auch schon Stacheln, aber noch nicht so schlimm wie die großen. Und wenn du weißt, wie du die anfassen musst, wenn du sie einmal hast, dann kann dir auch nichts passieren. So, aber jetzt wollte noch, Norbert hat gefragt, was ist teuer? Also nehmen wir mal was aus der Linienzucht. Ja, wenn wir hier schon mal was Besonderes sehen, und alle fragen mich immer, wie teuer ist der, was kostet, jetzt zeig ich mal, wie teuer das ist. So besonders sind die gar nicht, die haben schon viele Leute mittlerweile, aber sie sind in der Größe immer noch, ja, da sagen viele Leute, du hast doch einen an der Mütze. Ja, dabei hast du einen im Aquarium, du hast den gar nicht an der Mütze. Richtig. Schauen wir mal, ob er raus will. Von Worm ist keine Rede. Ja, sehr wahrscheinlich nicht. Da ist er. Licht, wir brauchen noch Licht. Sollst du haben. Schön gezeichnet, super toll. Das ist ein Männchen, sieht man jetzt an dem breiten Kopf, den er oben hat. Ja, ich habe ja auch so einen dicken Kopf, da kann man halt bei mir auch sofort anerkennen. Man sieht hier vorne auf der Brustflosse auch die stärkere Bestachelung im Vergleich zu einem Weibchen. Und daran kann man dann auch sehen, was Männchen, was Weibchen ist bei ausgewachsenen Tieren. Bei Hypanzistrus, das ist ein Hypanzistrus. Wie teuer ist der denn? Ich bin jetzt mal gespannt. Und da wirst du dann mal 500-600 Euro für bezahlen dürfen. Für ein gutes Zuchtmännchen, das seinen Job richtig macht. Ich versuche jetzt mal die Treppe wieder hochzukommen. Du wirst es schaffen. Da warten immer ein paar im Geschäft auf mich. Ich muss da gehen. Erstmal danke. Wenn ihr noch Fragen habt, schreibt ihr natürlich in den Kommentaren. Wir sprechen uns, wenn ich die Treppe geschafft habe, nochmal eben oben wieder. Ich kletter mal. So, ich habe das geschafft. Der Timo hat mich, glaube ich, auf halbe Strecke überholt. Die Hunde sowieso. Timo war super spannend. Norbert. Haben wir richtig was gelernt. Freut mich, dass du da warst. Jederzeit wieder. Ja, gerne. Ich denke mal, ihr habt da auch was gelernt. Ich habe also jetzt so viel gelernt. Ich glaube, ich muss mich jetzt in mein Auto setzen, nach Hause fahren und dann mal eine halbe Stunde auf der Couch legen. Und ich bin gespannt, wenn der Film fertig ist. Ich glaube, den gucke ich mir dreimal an. Ich habe heute sogar was gelernt. Ich denke, ihr auch. Ihr schreibt mir das. Tschüss, bis zum nächsten Film.